Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge Long Dark. Wir hatten ja jetzt fast eine Woche Pause mit Long Dark. Zwischenzeitlich ist das neue Update rausgekommen, von dem ich ja schon gesprochen hatte in der Vergangenheit, vor 2 Wochen. Und jetzt werden wir auch mal weitermachen. Ich habe zwischendurch 2 Folgen aufgenommen, da hatte ich auch ein Gewehr gefunden und so weiter, hatte aber leider meine Einstellung falsch, sodass die kompletten Folgen ohne Ton waren. Das heißt also, ich habe jetzt eigentlich keine Lust, jetzt so hier mit einem Gewehr und so voll ausgerüstet einzusteigen. Das sieht mir so ein bisschen nach Cheaten aus. Außerdem werden wir da auch auf der alten Map. Ja, und jetzt nur noch mal ganz kurz vorneweg. Also Long Dark wird jetzt alle 2 Tage kommen. Abwechselt mit Infestation, falls ihr das schon gesehen habt, mit dem kleinen Alien. Lohnt sich reinzugucken, sehr lustig. Long Dark jetzt alle 2 Tage. Ich muss mal gucken, wie ich den zum Winter hin dann meinen Upload-Plane vielleicht noch ein bisschen verändere. Wir legen jetzt mal los. Und zwar nicht Lord, sondern Sandbox. Und wir spielen die Frau oder den Mann? Den Mann. Und hier ist die neue Location. Der Coastal Highway. Komplett neu. Mal gucken, was es da zu entdecken gibt. Viele Wölfe, soll ja schon gefährlich sein. Und es gibt wohl aber auch eine Verbindung zum Mystery Lake. Also wir sind hier nicht fest auf der Karte, sondern es gibt irgendwie einen Übergang. Frag mich nicht wo wir zum Mystery Lake auch wieder rüberkommen. Und lass uns einfach mal anfangen. Juhu, ich freue mich. Bloß ist immer so eine Sache mit der Zeit, wa? Ich hatte jetzt auch eine Woche keine Zeit so richtig. Muss man halt immer gucken. So, wat? Geht's jetzt los? A mysterious geomagnetic storm. Richard mit. Okay, interessiert mich nicht. Fang an. So, da sind wir in der neuen Location. Und es ist praktischerweise. Ja, es ist abends. Das heißt also, das Erste, was wir jetzt hier machen müssen. Sind wir eigentlich immer noch so klein, sag mal? Wir waren noch mal so klein. Ich glaube, haben sie das schon geändert? Werden wir gleich sehen, wenn wir zu einem Haus kommen. Oh mein Gott. Natürlich, hier kenne ich mich überhaupt gar nicht aus. So, der Schnee macht mir nichts aus, außer dass hier circa minus 21 Grad sind und ich habe wahrscheinlich noch gar nicht so viel Klamotten an. Jo, ich denke mal, das einzig Logische ist jetzt hier diesem Pfad zu folgen. Jo, wie geil, wir sind wieder am Start mit Long Dark. Es gibt ja auch schon, oh, da ist gleich eine kleine Hütte, wo wir die Nacht verbringen können, hoffe ich. Da wird da kein Ofen drin sein, so wie ich die Dinger kenne. In dem blauen war doch nie ein Ofen drin. Oh, das ist ja ganz schön eingeschneit, vielleicht kann ich die gar nicht benutzen. Oh doch, da ist eine Tür. Cool, hinein. No, hallo, ich bin's, Ufo-Mann. Ich komme zum Looten. In eine völlig leere Hütte. Nein, hier ist was. Juhu. Mal glubschen. Eine Daunenweste? Ja, 2 Daunenwesten. What the fuck? Ah, ja. Pinäkel, Piaches. Weiter geht's. Ich hoffe, es ist hier keine Übersteuerung, dass ich hier zu laut rede. Vielleicht habe ich das Mikro wieder mal... Was? Da war gar nichts drin. Habt ihr das mitbekommen? Was ist denn hier? Achso, Holz, okay. Ah ja, Holzfällerhütte, okay, ich hab's verstanden. Komm, wir ziehen uns gleich mal die schöne Jacke an. Clothing. So, was haben wir denn hier an? Nicht weiter. Ach du Scheiße. 2 Westen, naja, warum nicht? Ziehen wir die mal an. Blub. Und uns ist schon... Ah, guck mal, hier sind Anzeigen. Tendieren. Ah, cool. Ach ja, die neue, was gibt's neu? Es gibt Kaninchen und man kann Fallen bauen. Kaninchenfallen.
Und diese neue Location halt, und da wurde am Balancing gearbeitet. Also man kann jetzt das erste Teil craften und das sind diese Kaninchenfallen. So. Ja, bringt ja nichts jetzt hier. Wie spät ist denn? Ist noch hell draußen? Es ist noch hell. Es ist noch hell. Wagen wir einen weiteren Vorstoß in die Unbekanntheit der unbekannten Unbekannt-Dings. Bums. Hier lang vielleicht, holzfällermäßig. Gut, da hätten wir jetzt schlafen können. Ah, ja. Guck mal da unten links. Ist hier irgendwo ein Wolf in der Nähe? Hier ist der Highway. Mehrere Häuser, cool. Wow. Ich habe auch den Eindruck, also hier sieht man das jetzt nicht so, aber wenn man ins Haus reinkommt, ich habe den Eindruck, die haben die Grafik, ach, guck mal, richtig mit Oberleitung. Die haben die Grafik noch mal ein bisschen verfeinert. Kam mir so vor. Oh, hier sind aber viel. Oh, Mann, ist hier viel. Wow. Mann, sind hier viele Häuser, Alter. OMG, habe ich gerade gelernt. Heißt oh mein Gott. Oh, da ist schon der Wolf. Schnell rein, der Wolf kommt. So, und jetzt ist die große Frage. Oh, wie schön. Jetzt ist die große Frage. Ich habe letztens ein Let's Play gesehen. Da kam der hier aus der Hütte raus und wurde sofort von dem Wolf angefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das mittlerweile gepatcht haben. Aber eigentlich habe ich bei Steam nichts gesehen von einem Patch. Ein leerer Kühlschrank. Wird auch immer wieder gerne genommen. Danke, her damit. Leere Kühlschränke nehmen wir. Ist zwar nichts drin, aber. Ja. Ja, und da weißt du, mit dem Patch, wenn man jetzt rauskommt aus der Tür, könnten wir eigentlich gleich mal probieren, wa? Das war einfach mal raus. Oh, guck mal hier, was? Ach, hier ist die Tür. Ne, was ist das? Eine Schranktür im Dunkeln in der Ecke. Ein leerer Schrank. Oh, cool. Cool, Mann. Ey, sieht geil aus. Wobei sich welche beklagt haben, irgendwie sehen die neuen Häuser alle gleich aus. Okay, Streichhölzer. Ah, okay. Zeitung nehmen wir. Okay. Guck mal, der ist doch immer noch so klein, der Typ. Oder? Nee, also das hat jetzt eigentlich hier. Na, der ist schon ziemlich klein. Guck mal. Wenn ihr vorstellt, du stehst hier vor so einem Herd. Ich würde mich nicht wundern, wenn bei der Story dann rauskommt, dass es ein abgestürzter Außerirdischer ist, ja. So klein wie der ist. Oder ein Kind. Aber mit so einer Stimme passt auch wieder nicht, wa? So, der Herd. Kann man den jetzt durchsuchen? Da müsste doch Essen drin sein, ha? Leckerlis für UFO-Mann? Nein, keine Leckerlis. Was war das? Hätte ich mir kurz mal angucken können, bevor ich es wegklicke, wa? Irgendein Öl oder was war das? Öl. Einfach Öl. Lecker Hundefutter. Okay. Ey, wir haben hier so viele Häuser, wir könnten uns eigentlich hier nur in diesem Gebiet jetzt erstmal ein paar Tage aufhalten. Also nur hier bei den vier Häusern, weißt du? Oh, noch ein Granola-Bar. Aber weißt du was? Ich habe so das Gefühl. Warum ist das jetzt aufgegangen? Ach so, wegen Container, weil der leer war. Okay. Warte mal, dann gucken wir mal. Wie sieht's aus? Kohlt es uns? Wir haben nicht groß Hunger. Kalorien. Wir können ja trotzdem was essen, oder? Wir haben ja so viele. Guck mal hier, können wir doch so ein Ding hier essen. So, schickimicki. So, dann hoffe ich mal ganz stark, dass, wie gesagt, dieser Hund, dieser Wolf, auch, guck mal hier. Ey, geil. Sieht doch geil aus, oder? Die Grafik. Es ist einfach. Oh, guck mal, hier kann ich Wasser looten aus der Toilette. Ja, lecker. Lecker, loot mal. Take. No water to take. Ah, okay. Ja. Take. Ist ja geil. Ist mir auch scheißegal, ob das Wasser aus der Toilette ist. Ich kämpfe hier ums Überleben, meine Freunde, ums Überleben. So, was gibt's hier noch?
Jo, okay. Water Bottle. Okay, leer. Hier war doch noch so ein Arznei. Oh, die Toilette ist alle. Ich habe die Toilette aus. Na, noch nicht ausgetrunken, aber alles rausgesaugt, weißt du? Guck mal, da liegt noch eine versteckte Zeitung. Cool. Ey, Alter, jetzt muss man aber. Diesmal muss man ja wirklich ganz genau gucken. War ein Handtuch? Brauchen wir eine Gardine abreißen? Abreißen, eine Tunika draus basteln oder was? Jo, man sollte nicht über seine eigenen Witze lachen. So, was haben wir hier? Zerrissene Zeitung, okay. Alter, ist ja so viel. Oh, was eine schöne Mütze. Was für schöne Schuhe. So, du noch? Ich sag's euch, der Typ hier, der ist total klein. So. Radio, geht das? Nö. Nochmal Streichhölzer. Okay, sind immer schick. Achso, ja, noch was Neues. Man kann wohl Streichhölzer mittlerweile benutzen. Guck mal, pass mal auf. Da kannst du nämlich so, vorher brauchtest du ja immer diese Öllaterne, um Licht zu machen. Und jetzt kannst du tatsächlich, und die Streichhölzer, Tool, Woodmatches, Strike, Kicker, kick mal. Jetzt kannst du tatsächlich so ein Streichholz benutzen und kannst dir so kurz, also finde ich ziemlich genial, viel besser als diese Ölfunzel. Und kannst dir jetzt kurzzeitig erhellen, ja? Guck mal, hier haben wir noch gar nicht gelootet. Ha, hab da bestimmt gedacht, dass ich das vergesse, war? Nein, das habe ich nicht vergessen. Und gleich mal nochmal kontrollieren, ob wir schon wieder schlafen müssen und außerdem. Okay. Oh, ich muss einen Schluck Kaffee trinken. Mama. Oh, was sind denn da für Bilder? Was sind denn da für Bilder? Was sind da drauf? Ah, okay. Eishockeyspieler, eine Dame und Wölfe. Ja, ist klar, dass der Typ, der hier gewohnt hat, dann zum Schluss nur noch Wölfe gezeichnet hat. War wahrscheinlich dann auch das letzte Bild. Da ist nochmal die bergige Dingsbums. Hier hatte ich doch alles, wa? Ja. War ja nicht noch ein Arznei... Guck mal, das Ding hier. Ist das nicht ein Arznei? Ach nee, das war ja bei Seven Days to Die. Da sind diese zerbrochenen Spiegeldinger häufig... alles leergeräumt. Hier habe ich hier schon. Nein, hier habe ich noch nicht. Cool. Gut, dann. Oh, Alter, das passt doch alles gar nicht in mein Inventar. Ich muss mich auch gleich mal anziehen. Jo, danke. Danke für nichts. Oh, Jack Wolfskin des Größen. Und weiter geht's, weiter geht's. Danke für nichts. Und nochmal danke für nichts. Danke für nichts, okay. Radio geht immer noch nicht. Es gab ja irgendwie ein Radio, was funktioniert. Glaube ich, habe ich mal irgendwie gesehen, da konnte man eine Batterie, also irgendwo in einem Let's Play habe ich mal ein Radio gesehen, was funktioniert. Glaube ich, aber die ganzen Spiele, irgendwann bringt man das auch mal. So, jetzt werde ich mir erstmal hier eine Ey, sag mal, hier gibt es gar keinen Ofen oder was? Alter. Ey, Alter. Kann man den anmachen? Nee. Alter, hier friere ich mir den Arsch ab. Wie kalt ist denn hier? Naja, plus 4 Grad, aber... So, und jetzt haben wir total viel gelootet. Gleich immer mal raus. Und dann, wenn uns der Wolf dann frisst, dann ist es immer noch dieser blöde Wolf-Bug. So, ach nee, ich wollte ja jetzt mal erstmal meine Kleidung checken. Wir haben ja diese Basic Boots, haben wir an. 0,8 Wärmebonus, okay. Dann haben wir aber noch die hier gefunden. Die haben 1,1 Wärmebonus, okay. Die ziehen wir mal an. Dann haben wir hier noch so eine schöne Mütze, okay. Die ist ein bisschen wärmer sogar, die werden wir mal anziehen. Und die Downweste, okay, Wollsocken haben wir an. Was ist denn hier mit dem Wintergo? 3 Wärmebonus, okay. Und die Downweste, was, 0,8 Wärmebonus? Dann ziehen wir das Ding an. Ist ja viel besser. So, okay, jetzt könnten wir noch was essen und was trinken. Nur eine Kleinigkeit. Guck mal, nur eine Kleinigkeit. Oh, guck mal, das ist ja cool hier. Nam, 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 nam.
Kondensmilch. Was passiert da? Müssen wir öffnen? Was ist Smash Can? Achso, da kannst du es mit Gewalt öffnen, ja? Wollen wir mal probieren? Jetzt zerkloppt er das Ding. Ist ja auch geil. Das ist auch neu. Oh yeah. Cool. Und dabei gehen aber 22% sind verloren gegangen. Oh, oh. Cool. Jetzt können wir nochmal diesen Feuer-Streichholz-Effekt probieren. Hier. Also sind schon cool. Guck mal. Ist doch geil, oder? Ist zwar nur kurzzeitig, aber du brauchst nicht eine Lampe wieder auffüllen. Du brauchst auch nicht extra eine Lampe finden. Du kannst dann... Oh, sehr kurz. Jo. Hm. War hier irgendwo ein Bett? Ja. Oben, war? Nee. War hier eine Treppe hoch? Keine Ahnung. Hier ist das Bett. Gut, dann werden wir jetzt schlafen. Und zwar... Schlafen wir erstmal 6 Stunden. Nee, ein bisschen nicht. Wir schlafen mal 8 Stunden. Was dann passiert, wenn wir wieder aufstehen, das sehen wir in der nächsten Folge. Tschüss.